Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute geht es mal um ein Schweizer Messer, welches ich auf dem Messermarkt bei Facebook kaufen konnte. Besten Dank nochmal an dich, Peter. Super Deal, super Stück. Wir haben es hier zu tun mit einem Wenger. Und zwar mit dem New Ranger 66. Machen wir das Gummistück mal auf. Da haben wir das Messer und die üblichen Beschreibungen. Kümmern wir uns mal um das Messer selbst. Es ist das Modell mit lediglich einer Klinge. Keinem Gedöns drumherum. Fangen wir mit den Spezifikationen an. Wir haben eine geöffnete Länge von 22,5 cm, eine Klingenlänge von 9,5 cm, geschärft bei der Klinge sind 8,5 cm. Die Klinge ist 0,26 cm dick, 1,95 cm hoch. Der Griff ist an der dicksten Stelle 1,97 cm dick und das Messer hat ein Gewicht von 92 Gramm. Ich wollte unbedingt ein Wenger haben mit einer einzelnen Klinge, nicht mit irgendwelchen Gedöns. Und ich wollte immer ein Modell aus der Ranger-Serie haben, weil mir diese Klingenform und überhaupt die gesamte Form des Messers sehr gefallen hat. Dieser ergonomische Schwung des Messers, den man hier sehen kann, gefällt mir ungemein. Wir haben es hier mit einem Messer zu tun, das mit einem Linerlock verschlossen wird. Hier könnt ihr sehen, wenn man auf dieses Kreuz drückt, wird der Liner hier rüber geschoben und man kann das Messer schließen. Wir haben konturierte Griffschalen, die sehr, sehr leicht sind. Im ersten Moment habe ich dieses Messer angefasst und habe diesen Sound gehört und dachte mir, boah, wie billig fühlt sich das, hört sich das eigentlich an. Hatte schon überlegt, ob ich die Griffschalen austausche gegen Holzgriffe, habe dann aber festgestellt, dass zum einen die Handlage dieses Messers unglaublich gut ist. Durch die Riffelungen hier ist es auch unglaublich griffig. Selbst wenn man hier anfasst, man kriegt es nicht weit genug zu. Also man kann hier auch richtig Druck ausüben. Da passiert nichts. Man muss also richtig mit dem Finger hier rein, um das Messer zu schließen. Auch die Form des Griffes insgesamt ist unglaublich ergonomisch. Wir haben hier hinten ein leichtes Jimping. Das ist nicht sehr aggressiv, aber es reicht, um den Daumen zu unterstützen. Insgesamt ein sehr schönes Stück. Den Stahl kann ich euch nicht sagen. Wenger macht ein leichtes Geheimnis draus. Im Internet kursiert, das ist 1,4034, also ein relativ einfacher Stahl, aber er tut seinen Dienst. Wir haben hier auf dem Klingenrücken aufgelasert Switzerland Stainless Steel und das Wenger-Logo. Auf der anderen Seite steht dann nochmal Groß Wenger.
ja auch hier auf dem Griff, dass man sie ja nicht vergisst. Das Einzige, was wir als Feature noch haben, ist hier hinten ein Loch für den Schlüsselring. Den habe ich abgemacht, ich brauche ihn nicht. Man könnte diese Ecke noch auch als Glasbrecher benutzen, wenn man das will. Ein weiterer Grund, warum das nichts wird mit den Holzschalen, ist, dass die Schalen innen konturiert sind und die Liner, die eigentlich da sind, kann man hier ganz gut sehen, sind eingearbeitet. Hinten kann man es auch nochmal erkennen. Das wird also ein größeres Projekt, sollte man die austauschen wollen. Weiß ich nicht, ob ich das noch mache. Insgesamt, durch das relativ geringe Gewicht von 92 Gramm, liegt dieses Messer unglaublich gut in der Hand und man kann sehr lange ermüdungsfrei damit arbeiten. Ich habe es bisher in der Küche benutzt, da funktionierte es hervorragend. Kommen wir zu ein paar Sachen, die mir an dem Messer nicht gefallen. Wenn man sich das hier ansieht, der Schliff bis hierhin verschenkt Wenger Schneidfläche. Das heißt, tatsächlich beginnt erst hier der scharfe Teil der Schneide. Damit ist sie nicht wirklich wesentlich länger als die von Victorinox. Das ist etwas, was sie hätten wirklich besser machen können. Ich habe mit dem Messer auch schon geschnitzt und da hat sich das wirklich nachteilig ausgewirkt, weil man eben nicht direkt an der Klinge hier ansetzen kann zum Schnitzen, sondern man muss weiter nach vorne gehen und das ist unpraktisch. Das hätte man wesentlich besser lösen können. Das zweite, wenn man sich diese Schneidfaser anguckt, die ist unglaublich dünn, also niedrig, und darum ist dieses Messer eigentlich relativ stumpf. Ich kann mich damit zwar rasieren, aber der Schneidwinkel ist so blöd gewählt, dass man wirklich gut schnitzen damit nicht kann. Man kann damit schnitzen, aber es geht mit anderen Messern, die eine höher gezogene Schneidfaser haben oder einen flacheren Schneidwinkel haben, wesentlich besser. Das heißt, hier werde ich sicherlich nochmal umschleifen. Aber noch was Positives. Das ganze Messer ist unglaublich leicht, in der Hosentasche kaum zu spüren. Wirklich gut gemacht. Ergonomie haben die Designer richtig gut im Griff gehabt. Verarbeitungsqualität ist auch gut. Lücken sind da keine wesentlichen. Der Klingenstand sieht so im ersten Moment nicht besonders mittig aus. Das liegt aber daran, dass hier dieser Liner noch ist. Wenn man den mal wegdenkt, dann ist das einigermaßen mittig. Was ich wirklich nett finde, sind so kleine Details, die mir persönlich sehr wichtig sind und die ich sehr schön finde. Wenn man jetzt hier die Linie weiter sieht. Ich versuche das mal so ein bisschen gerade zu halten. Hier die Linie von der Klinge und wo hier der Liner wieder rauskommt. Das ist ein Bogen. Da hat sich ein Designer tatsächlich mal Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, wir ziehen das nicht irgendwie willkürlich hier hinten so ein Bömpel raus oder sowas, sondern wir machen hier eine Linie. Und dieses Ding geht dann über die Linie drüber, der Guard hier hinten, aber das ist eine verlängerte Linie. Sowas sind Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten, die ich persönlich richtig geil finde. So, ein großes, wirklich großes Messer, mit dem man wirklich was anfangen kann. Ich halte hier nochmal mein Victorinox Hunter daneben. Das ist die unterschiedliche Größe dieser Messer, sowohl bei der Klinge fehlt da was, als auch beim Griff. Wenn wir die mal schließen, sehen wir ebenfalls, dass das schon noch ein ganz schöner Unterschied ist. Nochmal zum Verschluss. Bei dem Hunter haben wir ja diesen Schiebeverschluss. Mal das aufmachen, müssen das hier runterschieben und zumachen. Da finde ich ehrlich gesagt diesen Liner-Lock-Verschluss mit dem Kreuz wesentlich komfortabler.
Insgesamt ein Messer, was mich sicherlich länger begleiten wird, bei dem ich Spaß habe, was mich auf diversen Campingausflügen begleiten wird, als, keine Ahnung, alles mögliche Messer, wenn ich es denn umgeschliffen habe. Ein schönes, großes Messer. Wie gesagt, es gibt noch verschiedene Ausführungen mit anderen Werkzeugen. Brauche ich nicht. Wenn ich Werkzeuge brauche, nehme ich dieses hier mit. Da habe ich den ganzen Kram dran. Oder ich nehme mein Swiss Tool mit. Das ist ein prima Camping-Küchenmesser. Von mir einen klaren Daumen rauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.